Hi, heute wieder ein ganz kurzes Video von mir, nämlich 6 Tipps, wie du effektiv Fett verbrennst. Der erste Tipp ist, du solltest, wenn du aufstehst in der Früh, ein großes Glas warmes Wasser trinken. Also nicht kalt, sondern auch nicht heiß, sondern lauwarm. Das regt nämlich den Stoffwechsel an. Der zweite Tipp ist, du musst frühstücken. Die meisten Menschen glauben, wenn sie nicht frühstücken, dass sie sich Kalorien eben einsparen und dadurch schneller abnehmen. Da muss ich dich leider enttäuschen, das ist nicht so. Denn wenn du nicht frühstückst, wie soll ich es am besten erklären? Wenn du schläfst, fährt dir alles runter. Du kannst dir das so vorstellen wie, wie sagt man da jetzt? Ja, stellst dir einfach, ich zeig's dir mit meinem Finger, so. Dann geht der Stoffwechsel, also fahr da runter, dann ist er langsamer. Ja, wenn du jetzt in der Früh aufstehst und das Glas Wasser trinkst, dann wird er schon mal schneller. Und wenn du dann aber frühstückst, dann wird er aufs Maximum beschleunigt, der Stoffwechsel. Ja? Wenn du aber nicht frühstückst, dann bleibt er in diesem langsamen Modus. Es ist auch dann egal, was du an dem Tag machst, ob du trainieren gehst oder whatever, er bleibt langsam. Das ist auch der Grund, warum, wenn du nicht frühstückst, schwerer abnimmst, als wenn du frühstückst. Der dritte Tipp ist, du solltest dich satt essen. Weil, ich weiß, in die Diätzeitschriften und ja, in diese ganzen Zeitschriften steht meistens immer, ja, die Diät, die super Diät, und dann steht dabei, was darf man essen in der Früh, darf man einen Shake trinken, zu Mittag 3 Nudeln und am Abend am besten gar nichts mehr. Das ist absoluter Schwachsinn, ja, weil dein Körper auf Sparmodus dann rennt, ja, er ist im Notfallmodus dann drinnen. Das heißt, er glaubt, er kriegt nichts mehr zum Essen und alles, was du isst, wird sofort gespeichert. Also als Fett gespeichert, ja. Und dein Grundumsatz wird auch gesenkt. Das heißt, da der Körper ja glaubt, dass er nichts zum Essen bekommt, muss er einsparen. Das ist so wie wenn du jetzt sagst, wie soll ich es mal am besten erklären? Ja, mit dem geringstmöglichen noch überleben. Und das muss auch der Körper machen, ja. Deswegen, der Grundumsatz, also ist beim normalen Menschen, ist verschieden, aber zu ca. 2000 Kilokalorien sollte ein normaler Mensch, also isst ein normaler Mensch oder braucht ein normaler Mensch, dass der Körper auch funktioniert. Ja? Und wenn du jetzt eben weniger isst, dann senkt er diesen Grundumsatz. Das heißt, er verbraucht ja weniger Energie. Und alles, was du dann eben zu dir nimmst, wird als Fett angelegt, also als Reserve. Der vierte Tipp oder fünfte, der vierte Tipp ist, du solltest ja Zucker meiden, weil Zucker hemmt die Fettverbrennung. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, das finde ich immer so witzig, wenn ich zum Beispiel die Leute sehe im Fitnesscenter, die was sich danach ein Red Bull ja genehmigen, das ist eigentlich total falsch, weil du stehst jetzt zum Beispiel 1,5 Stunden auf dem Stepper und dein Stoffwechsel geht, also kannst du dir wieder vorstellen, dieses Kreisel, extrem schnell, ne? Und dann trinken die Leute einen Red Bull und dann wieder langsam. Einen Moment.